Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mauser Kobat und ich habe für euch heute ein Video über Frontline dabei und ich weiß, dass viele von euch, die schon länger dabei sind, ja, vielleicht so ein bisschen gelangweilt sind von Frontline etc., aber in meinen Augen ist gerade für Free-to-Play-Player und Anfänger bis fortgeschrittene Frontline auf jeden Fall eine Sache, die ja geradezu wie das Mecker erscheint, einfach weil es nicht mit in die Stats eingeht, weil man für vielleicht blöde Fehler nicht bestraft wird. Man kann sich hier ausprobieren, man kann seinen Panzer nochmal ganz anders kennenlernen und ich persönlich muss sagen, mit meinem Hauptaccount, da habe ich letztendlich den Battle Pass schon durchgespielt und da habe ich jetzt auch ja, nicht mehr so viel von Frontline zu erwarten. Mit dem Bosskeiler-Account, also meinem Free-to-Play-Account, ist das was anderes. Da habe ich den Battle Pass noch lange nicht durchgespielt und ich bin gerade dabei, die letzten Marken zusammenzufahren, um mir dann zumindest einen von den Battle Pass-Panzern schon mal zu holen. Und das wird in meinem Fall dann der Char Futur sein. Ich habe ja als Premium-Panzer mir seinerzeit im Marathon erspielt den AMX 30 AP Prototyp. Ich glaube, so heißt der. Und da habe ich mittlerweile eine ganz brauchbare Crew drauf zusammengefahren. Und die werde ich dann auch nutzen, um sie auf dem Char Futur zu verwenden. Für euch muss letztendlich aber eins klar sein. Frontline ist ein Modus, der ja anders gespielt wird. Anders als Randoms. Es wird viel mehr gejodelt. Es wird ja auf allen Ebenen viel mehr gefightet. Es ist viel actiongeladener, aber es ist letztendlich auch viel einfacher. Bevor wir da weitermachen, würde ich euch natürlich wie immer bitten, wenn euch der Content, den ich mache, gefällt, denkt an den Daumen nach oben. Hilft wirklich gerade in diesem Sommerloch extrem aus und sorgt dafür, dass das Video mehr Leuten vorgeschlagen wird. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Anfänger dabei, der durchaus davon profitieren kann. Kommen wir mal als erstes zu den Änderungen, die Frontline so mit sich gebracht hat im Vergleich zu den Vorgänger-Frontline-Varianten. Mittlerweile ist Wargaming wieder davon abgekommen, Neuner mit in Frontline zu implementieren. Ich glaube, das war auch eine der mitunter dümmsten Ideen, weil es letztendlich so ein bisschen auch den Charme von Frontline kaputt gemacht hat. Es soll nicht dafür dienen, hier mit Neunern dann zum Schluss die Achter abzufahren, sondern die Leute sollen die Möglichkeit haben, erstens mit ihren Premium-Panzern sich unglaublich viel Credits einzufahren. Das ist das eine. Und zum anderen sollte man natürlich auch die Möglichkeit haben, hier seine Achter-Grinds irgendwie so ein bisschen weiter zu spinnen, um sich dann auch noch quasi den ein oder anderen Komplett-Stock-Grind zu ersparen. Für viele ist es aber auch letztendlich eine Möglichkeit, wie für mich jetzt hier mit meinem Bosskeiler-Account, die Battle Pass-Punkte zu erspielen. Und das ist dann alles ein bisschen unschön, wenn man da dann auch noch gegen Neuner fightet. Also dieses einstufige Matchmaking, beziehungsweise das +1 Matchmaking, +2 Matchmaking, das haben wir ja nun schon im Random. Da sollte es wenigstens einen Modus geben wie Frontline, wo man einfach mal nur gegen seinesgleichen fightet. Ja, das ist letztendlich das, was geändert worden ist zur vorherigen Frontline-Durchgänge. Es gab jetzt zwei Frontline-Durchgänge, die quasi mit Tier 9 gespielt worden sind. Was auch neu ist, und das seht ihr jetzt hier gerade im Einsatz, ist, dass es ja jetzt so ist, dass die Reserven, die ihr habt, diese Kampfreserven, euch immer direkt gut geschrieben werden, wenn ihr quasi mit einem neuen Panzer startet. Also am Anfang müsst ihr euch die Reserven erstmal verdienen durch Beförderung. Wenn ihr dann aber mit einem neuen Panzer reinstartet, habt ihr gleich die Reserven. Ich persönlich muss sagen, ich bin kein großer Freund davon, weil es mittlerweile dem Verteidiger es viel, viel leichter macht zu verteidigen. Bis jetzt war die Meta eigentlich immer so, dass der Angreifer die Vorteile auf seiner Seite hatte, weil alles Mögliche in den Cap reingejodelt ist. Es wurde schnell gecapped und dann weiter angegriffen. Da hatte man als Verteidiger kaum eine Chance. Jetzt hat sich eigentlich komplett das Blatt gewendet und es ist als Angreifer extrem schwierig geworden, Landgewinne zu machen, weil die Leute dann quasi reinjodeln, um zu decappen. Wenn sie dann geplatzt sind, starten sie mit dem nächsten Panzer und hauen dann gleich erstmal ihren Artischlag, ihren Luftschlag, ihre Minen, was auch immer da so am Start ist, rein in die Verteidigung des Caps, sammeln dadurch sehr gut Punkte und vor allem das Gegnerteam kommt kaum dazu, wirklich die Punkte einzunehmen. Also ich glaube, da muss Wargaming auf jeden Fall noch mal ein bisschen feintunen von diesem inflationären Gebrauch von Kampfreserven, sollte man definitiv absehen.
Kommen wir zu der nächsten Sache, die viel an Frontline immer kritisiert wird. Und das sind natürlich die ganzen overpowerten Premium-Achter. Ja, es gibt sie, der Skoda T56, der SAP TK, den wir da hinten gerade sehen. Dann haben wir natürlich auch noch diese krassen TDs wie Scorpion G, Su 130 PM, Progetto, EBR 75, LT 432. Also es gibt wirklich extrem viele sehr, sehr starke oder schon sehr overpowerte Premium-Achter. Sollte euch das davon abhalten, Frontline zu spielen? Sollte euch das irgendwie entmutigen? Nein. Ich sage immer so, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Spielt mit dem, was ihr habt. Wenn ihr wissen wollt, wo meine Panzer herkommen, wie gesagt, den Panzer hier, das habe ich euch eben erzählt. Das ist jetzt auch nicht so das Nonplusultra für Frontline, weil er halt eine sehr schlechte DPM hat, aber dafür hat er einen hohen Standarddurchschlag und die Kanone trifft eigentlich, wenn man voll durchzielt. Der AP AMX 30, den habe ich aus einem Marathon erspielt. Den Patriot habe ich ja in meinem Anfängerguide auch erklärt. Den habe ich mir von den ersten Anleihen, die ich verdient habe, dann irgendwann gekauft. 8000 Anleihen kostet der Patriot. In meiner Welt ist er die kompletten 8000 Anleihen wert und ich habe damit schon unglaublich viel Credits für meinen Free-to-Play-Account gefarmt. Welchen Panzer man sich natürlich auch in die Garage stellen könnte für Anleihen, wäre zum Beispiel der T103. Ihr solltet Abstand nehmen von diesen Leihpanzern. Erstens kosten die euch natürlich Credits. Zweitens habt ihr da dann meistens auch keine Crew für, wenn ihr schon einen Leihpanzer in Anspruch nehmen müsst. Und ihr müsst den Panzer dann auch irgendwie noch ausrüsten und euer Equipment dann auch wieder da runterholen. Also alles in allem bin ich kein großer Freund von den Leihvarianten, die es so gibt, wie den Tiger 2 FL, wie den T44 FL. Also ich würde an eurer Stelle zusehen, dass ich mir drei, vier Achter erspiele, die entweder über Anleihen Premium-Panzer sind, wie mein Patriot oder zum Beispiel den T103. Dann würde ich zusehen, dass ich vielleicht so einen Light habe. Ich habe den LTTB. Ehrlicherweise macht der einen extrem guten Job im Frontline. Wenn ihr dranbleibt, werden wir im letzten Drittel dieses Matches auch noch den LTTB in Einsatz sehen. Ja, und dann, wenn ihr dann, keine Ahnung, noch einen brauchbaren Heavy oder so auf Stufe 8 habt, einen brauchbaren Medium, also so für ein bisschen was von allem, vielleicht noch ein TD, wenn ihr so 4 Achter habt, ja, das ist optimal. Ihr werdet relativ häufig sterben, gerade wenn ihr jetzt noch nicht so erfahrene Spieler seid, wie ich das jetzt vielleicht zum Beispiel schon bin. Ich kann auch gut mit 2 oder 3 Panzern klarkommen. Ich halte mich dann an bestimmten Stellen immer so ein bisschen zurück. Wichtig für euch ist, für euer optimales Spielerlebnis, bringt euch nicht in Teufelsküche. Ja, bringt euch nicht in Situationen, wo ihr nicht mehr rauskommt, wenn ihr seht, okay, ihr habt eigentlich keine Reservepanzer. Dann fahrt lieber den extra Umweg, die extra Meile hin zum Rap-Kreis und bleibt im Spiel. Das sorgt bei euch für weniger Frust. Ihr habt mehr Spaß und zugucken ist halt immer Kacke. Ja? Im Zweifel, wie gesagt, erstmal ein bisschen verhaltener Frontline spielen, dann aus der Deckung heraus arbeiten und wenn ihr kurz davor seid zu platzen, dann auch mal rechtzeitig den Reparaturkreis aufsuchen, damit ihr so lange wie möglich im Spiel bleibt. Jetzt hier zum Beispiel mit den 340 HP hier weiter die Position zu halten, wäre relativ dumm. Es könnte früher oder später dazu kommen, dass ich von einem Progetto oder irgendeinem anderen Autoloader gepusht werde. Ihr habt recht viele Autoloader in Frontline. Also ob es jetzt der Skoda ist, ob es der Emil ist, der Progetto, es spielen auch viele die Standardpanzer, Pantera etc., Bisonte, Sumoa, AMX 5000, der im Moment Top of the Tree ist. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, ehrlicherweise, wo ich das hier gerade sehe, tut mir das voll leid. Ich habe den LT 432 im Cap komplett übersehen. Also jetzt, wo ich so drüber spreche, habe ich ihn gerade da auf der Seite liegen sehen. Aber ich habe ihn, als ich das gespielt habe, überhaupt nicht wahrgenommen. Schande auf mein Haupt. Ich habe nur gesehen, dass ich dass ich hier decappen musste und habe ehrlicherweise schon nur noch auf die Minimap geachtet und geguckt, wann meine Kampfreserven fertig sind. Er hat sein Fahrzeug jetzt verlassen, also hier, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das nicht realisiert habe. Ich werde auch nicht jünger. Kommen wir mal zurück zu Frontline. Ja, manchmal macht es Sinn, durchaus seinen Panzer auch wegzuschmeißen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier die Möglichkeit habt, beim Decap noch ordentlich XP zu sammeln,
dann, und ihr seht, alles klar, ihr habt schon einen Panzer hier unten links, ne, da seht ihr das, ihr habt schon einen Panzer in Reserve und noch 27 Sekunden, dann habt ihr den nächsten Panzer in Reserve, dann kann man durchaus mal ein bisschen mehr Risiko gehen, weil man weiß, man ist gleich nicht aus der Runde draußen. Und gerade wenn ihr Panzer im Cap beschießt, das gibt unglaublich viel XP, das bringt unglaublich viele Credits, weil XP gleich Credits, ne. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, hier zu decappen, und ich werde dann auch nicht mehr wegkommen. Das ist jetzt quasi ein bewusstes Wegschmeißen des Panzers im Austausch für Schaden, im Austausch für so viel XP wie möglich. Jetzt haben wir den Punkt verloren, aber wir durften hier nochmal ein paar Schüsse machen. Wir haben hier auch nochmal ordentlich Erfahrung gesammelt, sind auch befördert worden zum Hauptmann. Und jetzt werden wir wahrscheinlich hier das Zeitliche segnen, so sieht's aus. Also, macht euch einen Plan, wenn es in eurer Welt Sinn macht, wirklich zu decappen, sich quasi wegzuschmeißen, um dann am Start zu sein, dann tut das. Aber wie gesagt, versucht immer so sparsam wie möglich mit eurem Leben umzugehen. Und wenn ihr euer Leben, euren Panzer tauscht, dann sollte das eigentlich in euren euch zugutekommen, zu euren Gunsten sein. Also in dem Fall einen Decap. Zweite wichtige Sache, die ihr berücksichtigen solltet, um maximale XP zu sammeln. Wenn ihr in einem verteidigenden Team seid, haut, wann immer ihr habt, den Aufklärer raus und haut, wenn immer ihr habt, den Artillerieschlag raus. Wenn möglich, immer auf Punkte, die gecappt werden. Ihr könnt über die ganze Karte euren Arti-Schlag verteilen, und wenn ihr dann die Möglichkeit habt, wo, wenn irgendwo gecappt wird, dann haut das in den Cap rein, gibt am meisten XP. Jetzt war im Moment gerade die Phase, wo irgendwo nirgendwo gecappt worden ist, und ihr seht das ja auch, sind 200 Sekunden, die das auflädt. Dann lieber schon mal raushauen, ein bisschen XP dafür mitnehmen. Irgendwo vielleicht in so einen Rap-Kreis reinhauen, wenn ihr seht, okay, das Gegnerteam, die sind gerade dabei, hier aufzurücken. Viele fahren dann erstmal in den Reparaturkreis. Wenn ihr dann so ein Ding in den Reparaturkreis reinhaut, dann schwächt ihr auch die Gegner. Die Gegner sind mies am Kotzen, weil sie ihren Panzer nicht reparieren können, weil sobald man einmal im Rap-Kreis getroffen wird, bricht die Reparatur ab, und man muss dann entweder einen neuen Reparaturkreis finden oder man muss so lange warten, bis der Timer runtergelaufen ist. Also auch das ist eine schäbige, schädige Art, aber so kann man eine ganze Menge XP noch zusätzlich sammeln, wie gesagt. Aber empfehlen würde ich immer, wenn es irgendwo geht, in den Rap-Kreis reinzuballern oder in den, in den Captain-Kreis. Also wenn die Gegner cappen, dann natürlich immer da rein, weil da holt ihr die meisten XP raus. Ich habe zusätzlich noch das Aufklärungsflugzeug, das könnte man natürlich wechseln, aber ich fahre mit dem Aufklärungsflugzeug eigentlich wirklich gut. Und man unterschätzt das auch häufig, wie viel Unterstützungsschaden man mit diesem Aufklärungsflugzeug wirklich farmen kann. Und zusätzlich seht ihr hier, dass ich einen HP-Booster habe. Dieser HP-Booster, der ist manchmal auch ganz schön, wenn man zum Beispiel in den Cap reinjodeln will, man will die cappen und man wurde schon 2-3 Mal getroffen, dann muss man nicht ganz bis zum Reparaturkreis zurückfahren, sondern man drückt auf die 9 und dann habt ihr wieder XP. Das sind eigentlich so meine 3 Lieblingskampfreserven. Man kann natürlich auch noch sowas nehmen wie Nebel etc. Das hat alles seine Fürs und Widers. Man kann auch sowas wie ein Minenfeld noch nehmen. Aber da müsst ihr euch entscheiden, womit ihr am besten fahrt. Ich fahre mit diesen 3 Kampfreserven am besten. Die haben sich für mich ehrlicherweise am probatesten herausgestellt. Und jetzt wusste ich, dass ich das Magazin vom Progetto fange, habe hier das HP-Modul gezogen und ihr seht, ich stehe jetzt immer noch mit 1300 HP da. Das heißt, ich kann hier weiterbleiben, auch wenn das ein bisschen komisch ist, dass ich jetzt hier die ganze Zeit bounce an dem Progetto. Trotzdem machen wir jetzt hier noch ganz gut Schaden daraus aus der Nummer. Und ich habe jetzt noch genug HP, um mich hier noch mit dem Tiger auseinanderzusetzen. Ich kriege jetzt ja auch noch Backup von hinten. Der SAP-TK ist noch dazu gekommen. Und jetzt wollte ich mich hier eigentlich droppen lassen. Bin aber getrackt worden. Muss jetzt hoffen, dass meine Panzerung hält. Also man unterschätzt auch häufig die Panzerung von diesem Patriot. So, jetzt mit 45 HP schaffe ich es gerade noch so, mich hier den Hügel runterzustürzen. Mein Arti-Schlag ist auch gleich wieder ready, den ich am Anfang, als ich gespawnt bin mit dem Patriot, rausgehauen habe. Und jetzt ist natürlich der Moment,
wo ich dann hier nochmal schnell warte, bevor ich zurückfahre in den Reparaturkreis. Die Zeit, die Timer werden hier auch irgendwie ein bisschen falsch angezeigt. Ihr habt das gesehen, da stand eigentlich noch 20 Sekunden. Ich hatte den aber schon wieder zur Verfügung. Mal kurz zwischendurch einen Schluck trinken. Und das ist natürlich jetzt der Optimalfall. Ihr habt bis runter auf eure letzten AP gefightet, habt das Maximum an Schaden mitgenommen, habt dann auch nochmal quasi euren Arti-Strike, euren Artillerieschlag in den Cap-Kreis gesetzt und seht jetzt zu, dass ihr hier aus der Zone rauskommt. Im besten Falle nehmt ihr auf dem Weg raus nochmal den Reparaturkreis mit und dann verteidigt ihr den Reparaturkreis, weil alle anderen Gegner wollen sicherlich jetzt auch erstmal reparieren. Häufig ist es ja so, dass quasi die Einnahme von so einem Punkt extrem viel AP zieht. Viele sind Low AP und viele werden dann erstmal in den Reparaturkreis fahren. Hier ist jetzt der Luxus. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir können jetzt kurz reparieren, nochmal schnell das Aufklärungsflugzeug ziehen. Und die Grenze dieses Abschnitts ist nicht weit weg. Und dann können wir uns hier gleich hinter dem Reparaturkreis Haldown hinstellen und quasi die Gegner abfarmen, die jetzt versuchen zu pushen und hier in den Reparaturkreis reinkommen. Ja, seht ihr, die schießen schon auf uns. Da sind sie. Und jetzt können wir hier mit unserer Gun Depression, mit unserer Turmpanzerung Haldown spielen, wenn wir denn was treffen. Und jetzt hier einfach verzögern. Und ihr seht auch schon, die ersten Leute aus unserem Team kloppen hier auch schon wieder die Aufklärungsflugzeuge rein. Dann kommen hier auch noch die Artischläge in den Repkreis. Also die Gegner sind gerade bestimmt nicht amused. Da kommt schon der dritte Artischlag jetzt in kürzester Zeit in den Repkreis rein. Ja, und das schmeckt dann natürlich. Also, das ist eine Art und Weise, eine probate Art und Weise, wie man in kürzester Zeit sehr, sehr viel Schaden farmen kann, wie man in kürzester Zeit sehr viel Erfahrung farmen kann und wie man vor allem auch dafür sorgt, dass man länger im Spiel bleibt. Ja? Gerade dieses Thema, sich dann bei Zeiten rausziehen, ihr habt jetzt alles gesehen. Das bewusste Wegschmeißen des Panzers für die maximale Erfahrung, jetzt dann quasi das in letzter Minute sich rausziehen, noch das meiste mitnehmen, um dann wieder hier an einem guten Punkt zu stehen und die Gegner in die Verzweiflung zu treiben. Das funktioniert natürlich nicht immer, muss man auch wissen, aber letztendlich, wie gesagt, selbst wenn es nicht funktioniert, mein Gott, was kostet es euch? Nichts. Im besten Falle sammelt ihr ordentlich XP, werdet General, kriegt die meisten Punkte für euer Vorankommen. Darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen. Ne? General werden bringt 1200 Punkte für eure Entwicklung in Frontline. Frontline hat dieses Mal 20 Level. Für den Major gibt es 900 Punkte. Für den Hauptmann gibt es, glaube ich, 600 Punkte und ihr solltet auf jeden Fall versuchen, das bis Level 20 durchzuspielen, weil ihr kriegt nicht nur Anleihen, nicht nur Direktiven, ihr kriegt zusätzlich dieses Mal auch, und das ist für die Free-to-Play-Player, die nicht viel Gold haben, glaube ich, Gold wert, ihr kriegt Umschulungsbroschüren. Die sind jetzt das erste Mal neu, darüber haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen. Die könnt ihr nutzen, um eure gesamte Crew quasi einmal umzuschulen, um dann den einzelnen Crewmitgliedern neue Fertigkeiten zuzuweisen. Das ist ganz besonders wichtig, wenn zum Beispiel ihr in einer Linie wechselt auf einen Panzer, wo zum Beispiel dann der Ladeschütze gleichzeitig auch der Funker ist, wo der Kommandant dann plötzlich auch der Funker oder der Ladeschütze ist und ihr wollt dann quasi eure bisherige Auswahl nochmal relativieren, umändern. Für zum Beispiel Zurücksetzen ist es auch nicht schlecht. Viele machen das ja so, dass sie erst quasi Reparatur skillen und wenn sie dann Reparatur auf 100% haben, also wenn sie den Perk voll haben, dann schulen sie um. Wenn man natürlich genug Gold hat, kann man das machen. Jetzt mit den Umschulungsreserven kann man das auch machen. Ihr schult dann um von eurer Reparaturcrew auf Waffenbrüder, habt dann Waffenbrüder auf 100% direkt und fangt dann wieder an mit Reparatur, weil Reparatur wird ja quasi schon mit dem ersten Prozent wirksam und je höher ihr in den Prozenten kommt, umso schneller funktioniert die Reparatur. Aber es gibt quasi den Unterschied zwischen Skills und Perks. Und Waffenbrüder zum Beispiel wird erst wirksam ab 100%. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dann sowas vielleicht auch zu machen für eure Lieblingspanzer. Oder für Panzer, wo ihr gerade erst eine neue Crew anfangt und ihr euch entscheiden müsst. Da ist das sicherlich eine gute Option, so ranzugehen,
um dann quasi diese Umschulungsbroschüren so zu nutzen. Und zusätzlich macht ihr natürlich mit jedem Level, das ihr steigt, nochmal 20 Battle Pass Punkte. Gerade auch für die Leute jetzt, wie zum Beispiel für meinen Free-to-Play-Account, die nicht unbegrenzt Battle Pass Punkte auf ihren Panzern zur Verfügung haben. Ja? Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, jeder Panzer hat in der Garage eine kleine Nummer. Da steht erst die Nummer an Battle Pass Punkten, die ihr auf dem Panzer schon gefahren habt. Ihr startet, wenn der Battle Pass neu ist, bei 0 und dann steht da immer von. Zum Beispiel von 400 bei 8ern und dann, wenn ihr die 400 Punkte voll gefahren habt, kriegt ihr noch einen Bonus, aber dann könnt ihr auf diesen Panzer keine Punkte mehr verdienen. Jetzt ist es so, wenn ihr natürlich neu anfangt oder noch Anfänger seid, habt ihr nicht so eine wahnsinnig große Garage und da kommt es bei Zeiten vor, dass ihr auf allen euren Panzern die Battle Pass Punkte erfahren habt und dann irgendwie nur noch über Tagesaufträge weitere Battle Pass Punkte sammeln könnt. Frontline, da zählen diese Battle Pass Punkte, die ihr auf den Fahrzeugen habt, nicht, sondern da verdient ihr für den Abschluss von Stufen Battle Pass Punkte und somit ist das nochmal eine gute Möglichkeit, schnell zum Ende des Battle Passes nochmal Stufen gut zu machen, um zum Beispiel noch Panzermarken abzugreifen oder andere Goodies in Form von Premium-Tagen, Ausrüstungsgegenständen, was man so alles im Battle Pass halt bekommen kann, für die unterschiedlichen Stufen noch mitzunehmen. Wir sind mittlerweile schon General geworden, habt ihr vielleicht gerade mitbekommen mit unserer Spielweise. Und obwohl wir keinen dieser overpowerten Premium-Panzer am Start haben, einfach nur durch cleveres Taktieren, durch gute Positionsarbeit und durch sinnigen Einsatz unserer Kampfreserven, würde ich sagen, haben wir uns hier schon unseren Teil vom Kuchen verdient, haben unsere 1200 Punkte für das Vorankommen im Frontline-Abschnitt mitgenommen. Und jetzt bin ich hier schon wieder unterwegs mit meinem AMX AP. Ihr seht, die Einzelzeit ist relativ ätzend, aber wenn man dann mal fertig eingezielt ist, dann kann man hier auch ordentlich nochmal reinschießen. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, das Ergebnis zu verbessern, die Credits zu verbessern. Je mehr Schaden ihr macht, umso besser. Der ein oder andere wird sich sicherlich auch gefragt haben, hey Maus, lohnt sich das für dich, in Frontline mit Rationen zu fahren? Und ich sage ganz klar ja. Das müsst ihr für euch selber evaluieren, ob das für euch Sinn macht oder nicht. Ich persönlich bin definitiv ein Freund davon, gerade wenn ich jetzt nicht die besten Premium-Panzer am Start habe, wie einen AMX AP oder einen Patriot, dann spiele ich schon ganz gerne mit Ration, um das nochmal zu verbessern. Und wenn ihr dann noch persönliche Credit Booster laufen habt und ihr habt eine brauchbare Runde, dann habt ihr das allemal raus und eure Leistung hat sich dementsprechend, würde ich sagen, auch rentiert. Wenn ihr natürlich gänzlich Probleme habt, überhaupt Fuß zu fassen und wenn ihr meistens schon Probleme habt, überhaupt Unteroffizier in Frontline zu werden, das ist am Anfang völlig normal, da braucht ihr nicht aus der Haut fahren, aller Anfang ist schwer, ihr müsst ja auch erstmal die Karten kennenlernen, ihr müsst so erstmal überhaupt verstehen, wie ist so der ganze Spielfluss, das wird euch schon ein paar Runden kosten. Wenn ihr dann das quasi in der Kennenlernphase nicht schafft, über den Unteroffizier oder den Hauptmann hinauszukommen, dann würde ich definitiv euch dazu raten, verzichtet erstmal auf die Ration und wenn ihr dann irgendwann das Gefühl habt, so jetzt habt ihr den Bogen raus, ihr habt die beiden Karten, es sind ja nur zwei an der Zahl, verstanden, ihr habt gesehen, wie der Hase hoppelt, ihr habt sowohl im Angriff mal eine ganze Zeit lang gespielt, als auch in der Verteidigung, dann könnt ihr euch immer noch dazu entscheiden, Rationen mit reinzuhauen. Jetzt habe ich hier schon fast, ich guck mal ganz kurz, 23 Minuten gelabert, aber es gibt ja auch eine ganze Menge zu besprechen und ich wollte euch definitiv auch mal so eine Runde mitbringen, weil sich auch einige bei mir beschwert haben, als ich mit meinem Mausakrobat-Account Frontline gespielt habe, ja, mein Gott, mit Progetto, mit Skoda T56 ist es easy going und das stimmt tatsächlich. Je besser die Panzer, die ihr zur Verfügung habt, umso einfacher ist es natürlich. Also so ein Progetto 46, ein Skoda T56, einen LT432, einen SAP-TK, die machen Frontline natürlich schon um einiges einfacher. Aber das soll nicht heißen, dass ihr nicht auch mit Tech-Tree-Fahrzeugen oder mit vielleicht nicht erste Wahl Premiums hier gute Chancen habt. Ja, und auch das, denke ich, zeigt dieses Replay ganz gut, dass man, auch wenn man jetzt nicht die Creme de la Creme an Panzern zur Verfügung hat, trotzdem, wenn man sich einigermaßen smart positioniert, wenn man sich an so ein paar Basics orientiert, dann durchaus imstande ist, hier mitzuspielen.
Ja, und wenn dann Johnny in seinem Progetto viel zu übereifrig kommt, um euch versucht wegzupushen, sich erstmal schön in den Dreck suhlt, dann könnt ihr eben auch nochmal schön eine reinpfeffern. Und für den Progetto ist die Runde jetzt vorbei. Da kommt gleich der nächste, Type 59, der hier unbedingt will. Also der LT-432 ist zwar einen Tick besser und ist natürlich auch ein ziemlich geiler Tank. Wenn ihr aber keinen Zugang dazu habt, dann ist der LTTB in meinen Augen wirklich ein absolut adäquater Ersatz. Und man kann ihn genauso gut für Leitaufgaben hier in Frontline einsetzen. Wenn nicht sogar, besser nicht. Da ist der LT-432 schon besser und der macht natürlich auch nochmal extra Credits. Aber wie gesagt, wenn ihr das Leitfahren üben wollt und eure Crew auf dem Leit vielleicht verbessern wollt, auch für Leitmissionen hin zum T-55 Alpha, zum Objekt 260 etc., dann ist Frontline natürlich auch immer eine gute Möglichkeit. Hier ist es eigentlich völlig Schnurzpiepenhagen, ob ihr einen sechsten Sinn habt oder nicht. In Randoms ist es um ein Vielfaches wichtiger. Hier in dieser Geschichte Frontline, da fliegen so viele Aufklärungsflugzeuge durch die Gegend, dass ihr davon ausgehen könnt oder ausgehen müsst, dass ihr eigentlich nonstop gespottet seid. Bedeutet jetzt hier irgendwo sneaky sich in den Busch stellen mit einem Light und passiv spotten funktioniert sowieso nicht. Das heißt, ihr könnt hier das aggressive Spotten üben, das sogenannte Jodel-Spotten. Wie gesagt, ich würde ganz dringend davon abraten, in Frontline sich irgendwo sneaky versuchen, in den Busch zu stellen und da passiv zu spotten, weil es, wie gesagt, so viele Aufklärungsflugzeuge unterwegs sind, die dann dafür sorgen, dass ihr ohnehin durchgehend gespottet seid. Die Runde ist jetzt vorbei, wir haben gewonnen. Und um den Punkt nochmal ganz kurz auszuführen, das bedingt natürlich dann aber auch, dass euer sechster Sinn eigentlich völlig überflüssig ist. Und das heißt, ihr könnt Frontline durchaus auch nutzen, um euch erstmal den ersten Perk, die Lampe, zu verdienen. Auch dafür ist Frontline hervorragend geeignet. In meiner Welt ist es für erfahrene Spieler, die auch wahrscheinlich schon vor Beginn von Frontline den Battle Pass durch hatten, jetzt nicht wirklich geil, es sei denn, sie wollen schnell viel Credits verdienen oder ihre Achtergrinds durchziehen. Für alle anderen, gerade für Anfänger und Fortgeschrittene, ist Frontline, glaube ich, das absolute Mekka. Und man hat kaum eine bessere Chance, viele, viele Rewards zu verdienen, darüber hinaus noch viele Credits zu machen, um dann auch noch quasi sich die Stockgrinds vom Leibe zu spielen. Also es gibt eigentlich genug Möglichkeiten, an Frontline was Positives zu finden. Und auch wenn ihr nicht die Creme de la Creme an Panzern habt, denke ich, habt ihr gute Chancen, hier einen ordentlichen Schnitt zu machen, auch wenn ihr meinetwegen nicht jede Runde General werdet oder nicht jede Runde Major. Solange ihr Lieutenant, Hauptmann werdet und kontinuierlich einfach Spaß habt, Credits verdient und sonst noch zusätzliche Sachen für euch mitnehmt, denke ich, ist das für alle eine geile Nummer. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz auf die Postgame-Stats. Ja, und dann schauen wir uns nochmal die Postgame-Stats an. Wir haben 606.000 Credits insgesamt gemacht, 20.704 Erfahrung. Aufgeteilt ist das Ganze natürlich auf die Panzer. Wir können jetzt ja mal ganz kurz gucken. Hier ist jemand sogar, der 21.000 Schaden gemacht hat. Das sollte aber auch überhaupt gar nicht euer Problem sein. Wie gesagt, spielt mit dem, was ihr habt. Ich bin mit diesen fast 15.000 Schaden mehr als zufrieden und es hat sich durchaus für mich ausgezahlt, denn wir haben mit der restlichen Premium-Spielzeit, die wir hier noch von der Mission hatten, im Battle Pass gibt es ja auch für Free-to-Play-Player noch Premium-Tage, die solltet ihr dann auch nutzen. 457.000 Credits gemacht. Wie gesagt, ich hatte hier meine eigenen Booster laufen, die ich quasi auf meinem Free-to-Play-Account sowieso gesammelt habe. Also ich habe hier auch noch eine ganze Menge an Credit-Boostern. Wenn ihr also an Events etc. teilnehmt, dann solltet ihr auch da eigentlich ganz gut aufgestellt sein mit Boostern. Da waren jetzt keine Clan-Booster mit drin und trotzdem haben wir hier fast 500.000 Credits gemacht in dieser einen Runde. Den LTTB, den haben wir nur kurz gefahren, haben aber trotzdem nochmal 3.600 Erfahrungen für den Grind dazu gesammelt. Mit dem Patriot haben wir 10.000 Erfahrungen gemacht, 334.000 Credits und mit dem APAMX30 haben wir 111.000 Credits gemacht, 6.923 XP und
Ja, das hat natürlich auch unsere Crew auf dem AMX nach vorne gebracht. Und wenn ich dann irgendwann jetzt die letzte Marke mir erspiele über den Battle Pass, dann hole ich mir den Schafo Tour für diesen Account. Und dann würde ich sagen, haben wir da auch schon eine Crew, die wir da raufsetzen können. Also alles in allem bin ich der Meinung, Schlusswort dazu, Frontline ist definitiv ein Must-Have für alle Anfänger und Free-to-Play-Player, weil ihr da ohne großen Stress viel abräumen könnt und wir können auf jeden Fall auch damit rechnen, dass es in dem nächsten Battle Pass auch nochmal eine Frontline-Episode gibt. Und wie gesagt, auch wenn euch vielleicht der Spielmodus am Anfang nicht so richtig zusagt, wenn es euch vielleicht zu blöd ist, es gibt einfach mittlerweile so viel mitzunehmen, gerade wenn ihr jetzt auch nicht genug Panzer habt, um eure Battle Pass-Punkte voll zu machen, ist das meiner Meinung nach die beste Option, die ihr wählen könnt. Falls euch das Ganze geholfen hat, dann denkt dran, den Daumen nach oben dazulassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!